Have you ever think about what our food has to do with water? To produce one apple, as for example, we need a certain amount of water. To produce noodles or to produce any kind of food you eat, we need water. Welcome to On Water. My name is Taina Guedes. I'm happy to present this exhibition with the Stabstelle Bildungsfonds Nachhaltig Entwicklung here in the gallery of the Rathaus Charlottenburg. This exhibition is about the food, the production of our food, and the way we eat, like our food habits, and its impact in our water. Das Thema Wasser ist in den letzten Jahren viel zu wenig beachtet worden. Neben dem Klimawandel ist das Thema Wasser und das Thema Boden sind die beiden Themen 2 und 3. Alles zusammen gefährdet die Biodiversität und ist deswegen Lebensgrundlage. Wir brauchen viel zu viel Wasser, um unsere Nahrungsmittel zu produzieren. Und gleichzeitig haben wir mittlerweile unser Wasser ziemlich versaut durch die Nahrungsmittelproduktion. Also die aktuelle Debatte um Glyphosat zum Beispiel, um Pestizide, um Antibiotika. Das alles sind Gefahren fürs Wasser. Wenn das einmal drin ist, kriegt man es so schnell nicht wieder raus. Also das, was wir hier machen, ist natürlich wieder ein klassisches Bildungsprojekt. Es geht darum, Jugendliche und Kinder an das Thema heranzuführen, damit natürlich auch den politischen Druck zu steigern. Wir haben eine ganze Menge rechtliche Grundlagen in Deutschland, von Wasserhaushaltsgesetz über diverse Umweltvorschriften. Aber in der Praxis, wenn es um die Abwägung geht, Wasser kontra Industrieansiedlung, Stichwort Tesla in Brandenburg, dann zieht das Wasser halt oftmals den Kürzeren und da gilt es gegenzuhalten und gerade Kinder und Jugendliche zu informieren und zu mobilisieren. Mein Name ist Lydia Perico und ich arbeite für die Stabsstelle Bildung für nachhaltige Entwicklung. Wir versuchen durch Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit die Bürgerinnen und Bürger, aber auch unsere eigenen Kolleginnen in der Verwaltung zu den Nachhaltigkeitszielen zu sensibilisieren, machen da ganz unterschiedliche Angebote. Das Tolle an dieser Ausstellung ist, dass es auch ein Rahmenprogramm gibt, also Workshops für junge Leute, für Erwachsene und zwar nicht nur wie Ernährung und Wasser konkret zusammenhängen in einem Kochworkshop, sondern auch, wie man sich methodisch mit diesen Themen auseinandersetzen kann, wie man sie kommunizieren kann, wie man sich dafür einsetzen kann. Es gibt einen Collagen-Workshop, wo gezeigt wird, wie man das Thema quasi künstlerisch umsetzt oder auch einen Workshop GIFs, wie erstelle ich GIFs für Social Media. Also es ist wirklich, wird aus unterschiedlichen Perspektiven an dieses Thema herangegangen und ja, die Nachfrage ist groß. Wir haben jetzt schon über 6 Schulklassen, die sich angemeldet haben und wir freuen uns, dass das so nachgefragt wird. Das zeigt auch, wie aktuell dieses Thema ist. Die Nachhaltigkeitsziele sind für viele Menschen leider noch sehr abstrakt oder weit entfernt, obwohl sie mit jedem von uns zu tun haben. Und Kunst und künstlerische Medien sind dafür einfach ein gutes Mittel, um die Menschen zu erreichen auf emotionaler Ebene, aber vor allen Dingen, um sich auch ja, künstlerisch mit diesen manchmal doch etwas trockenen Themen auseinanderzusetzen. This fountain is made out of many bottles and they are water bottles with messages. 100 people participated in the project we did together with the Stabstelle Bildungs für Nachhaltige Entwicklung. In 2019, we occupied a public space, the Steinplatz, with greenhouses that were shining green in the evening. In one of the houses, you could leave a message on how to preserve water in our planet. So we have these bottles once again here with us. In some places, still the water is okay for consumption, but in other places, in many places in the world, we don't have a clean water. I truly believe that if we created those problems, we can also create the solution for those problems. And this is about this exhibition, not only like saying, okay, we have these problems because many people already heard about these problems, but also inspiring people to get together and do something to protect our planet. And if you want to discover more, please come to visit us.